Man schreibt das Jahr 1607. Der Zunftmeister der Weber im schwäbischen Memmingen hatte endgültig die Nase voll und stachelte die heimischen Weber zu einem Aufstand an. Es fanden sich 140 Männer und darunter auch Frauen, die einen Tumult veranstalteten. Von Erfolg gekrönt war dieser jedoch nicht, denn der Rat der Stadt schlug diesen Protest nieder. Wie es dazu kam und was aus den Protestanten wurde, erfährst du in diesem Beitrag. Es gab schon viel früher einen Aufstand. Im Jahr 1347 forderten die Weber bereits ein Mitspracherecht bei der Stadt Memmingen. Denn obwohl das Handwerk ein wirtschaftlich wichtiger Teil der Stadt war, hatte nur das Patriziat das Sagen. Es kam zu einer unblutigen Zunftrevolution, in der die Weber als Sieger hervorgingen. Danach blühte das Handwerk so richtig auf. Memmingen wurde zum wichtigen deutschen Textilzentrum und die Weber zur größten Zunft in der Stadt. Nur die meisten Mitarbeiter in dieser Zunft blieben vermögenslos. Männer und Frauen schufteten am Webstuhl, das war jeder Fünfte in diesem Gewerbe. Sie sponnen das im Allgäu angebaute Flachs zu dünnen Leinenfäden. Die hervorragende Qualität erhielt sogar ein eigenes Siegel. Ein großes M für Memmingen. Die Ware wurde bis nach Syrien und Marokko exportiert. Ab 1500 veränderte sich der globale Handel. Der alpine Handelsweg wurde in die See verlagert. Die Entdeckung Amerikas machte eine Massenfertigung notwendig. Die Ware aus Memming war für diesen Zweck zu hochwertig und damit zu teuer. So wurden die Aufträge immer weniger. Anstatt weniger Arbeiter gab es immer mehr. Die Landflucht spülte Weber und Händler aus den umliegenden Dörfern in die Stadt. Die Ware wurde immer billiger. Es musste gegengesteuert werden. Aber die Maßnahmen waren drastisch. Im Jahr 1669 wurde ein Arbeitsverbot für Frauen ausgerufen. Unehelich Geborene durften das Handwerk gar nicht erst erlernen. Nur verheiratete Männer durften Meister werden. Das gemeinsam Ersparte der Heiratswilligen musste mindestens 50 Gulden betragen. Hier kommt der Begriff Armutszeugnis ins Spiel. Das wurde dann erteilt, wenn man den Betrag nicht zusammenbekam. Damit blieb den meisten armen Gesellen meist nur die Heirat mit einer Meisterwitwe übrig. Das war aber noch nicht alles. Aus fernen Ländern kam ein feiner Stoff, der das kratzige Leinen verdrängte. Baumwolle. Die wirtschaftlichen Folgen waren für die Leinenweber verheerend. Sie verzweifelten an ihrer misslichen Lage. Die Wut kochte über, als Landweber aus Bad Wurzach ihre Waren in ihrem Herrschaftsgebiet in Memmingen verkaufen durften. Das gipfelte in dem anfangs erwähnten Aufstand. Mit der Zunftrevolution 1347 begann der Aufstieg und mit dem Aufstand der Weber 1607 der Abstieg des Gewerbes. Diesmal ging der Rat der Stadt als Sieger hervor. Denn in dem Durcheinander wurde auch die Truhe mit dem Geld der Zunft gestohlen. Das Rückgrat der Weber war damit endgültig gebrochen. Die männlichen Aufrührer wurden eingesperrt, die weiblichen Rebellinnen kamen ins Narrenhaus. Das Webergewerbe erlebte in den kommenden Jahren ihren Niedergang. 1625 gab es noch 352 Weber, im Jahr 1800 nur noch 47. Das Zunfthaus am Weinmarkt ist ein noch gut erhaltenes Fachwerkhaus in Memmingen. Memmingen ist eine wunderschöne Mittelalterstadt und eine Reise wert. Mehr von Memmingen kannst du im nächsten Beitrag über das Memminger Wallensteinfest sehen. Möchtest du weitere Revolten sehen, empfehle ich dir den Beitrag über den Tuchmacheraufstand in Görlitz.